Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artonetico 2. Es geht gleich weiter nach dem Intro. Wunderschönes Intro. Wir gehen weiter. Ihr habt jetzt nicht wirklich geglaubt, ich zeige hier ein Intro in einem Let's Play. Das ist so dumm. Wenn man sich das Let's Play fortführend anguckt, das macht doch gar keinen Sinn. Das stört doch den ganzen Flow. Wir sind immer noch unterwegs mit Quarry, Kokona und der guten Lady Cloche. Cloche. Die liebevolle Lady Cloche. Ein bisschen zickig, aber wenn man sie näher kennt, dann wird man sie bestimmt lieb gewinnen. Ja. Nein. Nein. Ganz sicher nicht. Okay, wir sind weit genug gegangen, um aus diesem Wald rauszukommen. Was bedeutet das? Cinchia. Ups. Cinchia. Dann gibt's auch nicht. Hab ich. Hä? Was bedeutet denn Cinch? Regeln, Kinderspiel. Das war einfacher als gedacht. Was für eine schreckliche Ereignis stattgefunden hat, während ich Urlaub gemacht habe. Traurigerweise ist es doch nicht so einfach. Verbotene Maid und Freunde. Wer ist da? Wow, Special Effects. Was? Habe ich euch gefunden? Maid des Untergangs. Hätte nicht gedacht, dass ihr hier draußen seid. Lady Cloche, hä? Was macht ihr da? Wie kannst du es nur wagen, mich als Tabu und Untergang zu bezeichnen? Wie unverschämt kannst du nur sein? Genauso wie ich es gehört hatte. Ihr seid eine schwierige Lady. Diese geisterhafte Energie scheint nützlich zu sein, wenn ihr vor euren Leuten redet, aber es ist lebensgefährlich zu einer Zeit wie dieser. Lady Cloche, Will, wa passen Sie auf! Ich weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll, Cloche, Cloche. Ich muss da nochmal warten, bis da Gespräch kommt. Heiliges Feuer. Yeah. Give me more jolt. Now you're coming around. Boom. Failure is not an option. Okay, verteidigen. You're so-so. Yeah. You're pretty strong. More. Ja, es ist nicht so einfach. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Give me more jolt. Penetrate. Can we be as one? Penetrate. Failure is not an option. Good. Verteidigt. Und dann nicht schon wieder. Of course. Aha, natürlich. Failure is not an option. How about this? Good. Nein, nicht mit mir. Let's go. Kommst nicht an meine Lady ran. Give me more jolt. I'll protect you. Penetrate. Penetrate. Failure is not an option. You're pretty strong. You're so-so. Was gedacht, mit solchen schwachen Attacken kommst du durch? Verdammtes Hühnchen. It's not done yet. That's it. It's not done. Failure is not an option. Oh, 12.000%, das ist gut. Of course. Es geht immer weiter. Of course. Coconut will do it. 25 MP noch. So lange können wir noch warten. Give me more jump. That's it. It's Take this. Failure is not an option. Ich glaube, er wird gleich besiegt sein. Tja. Perfekt geblockt, sage ich mal da. Perfekt geblockt. Give me more jolt. Can we be as one? Oh, er ist schon besiegt.
Nur normale Angriffe sind das Beste. Wir brauchen keine Magie. Tja. Oh, as it should be. Vielen Dank, Lady Klosche. Rang A. Welt. Da haben wir einen komischen Kristall gekriegt oder irgendeine Rune. Nicht schlecht. Wer zur Hölle bist du? Sorry, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Fürs Erste muss ich jetzt nach Hause. Gib einfach dein Bestes, um diese schwierige... um dieses schwierige Mädchen zu beschützen. Verdammter Vogel! Hey, warte! Er ist weg. Okay, was ist hier gerade passiert? Wer war das? Lady Cloche, geht es Ihnen gut? Was? Oh, mir geht's gut. Ich wurde nicht verletzt. Ah, ausgezeichnet. Das ist gut. Dieser Kampf war ziemlich hart. Ich schätze, meine Fähigkeiten könnten ein paar Verbesserungen gebrauchen. Ich werde mein Bestes geben und härter trainieren. Auf jeden Fall, lass uns gehen. Wenn wir erst einmal die Stadt Rakshak erreicht haben, sollten wir sicher sein. Du, Koi, war es? Ja. Du warst ziemlich gut. Mit ein bisschen mehr Training, könntest du vielleicht besser werden. Oh, danke für die Ermutigung. Ich dachte, wir sind in Eile. Also, wohin gehen wir? Zu der Stadt Rakshak. Diesen Weg. Dann könnten wir auch gleichzeitig uns mit Luca treffen. Luca? Oh, entschuldigen Sie mich. Sie ist eine Freundin aus meiner Kindheit und... Sie ist Kos Freundin. Freundin? Das ist nicht, warum ich sie sehen will. Sie sollte uns helfen können, uns zu verstecken. Oh, du wirst ja ganz rot. Ich denke, wir sind in Eile. Lasst uns gehen. Wow. Neue Leute. Die Handelsstadt Rakshak wurde auf der Weltkarte hinzugefügt. Faszinierend, faszinierend. Rakshak. Gehen wir nach Rakshak. Rakshak. Bisschen Kopf gerade zetschen. Rakshak, die Handelsstadt. Ah, das ist eine ganz schöne Weile her, seit ich nach Rakshak gegangen bin. Hey, Koro! Ist es nicht ziemlich seltsam? Nun, jetzt wo du es sagst. Da hier liegt eine ziemliche Spannung über diesem Ort. Entschuldigt mich, aber wenn wir die Stadt erreichen, können wir uns bitte irgendwo ausruhen? Geht es dir gut? Wenn du dich nicht gut fühlst, dann... Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Ich brauche nur einen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Lass uns einfach in das Inn gehen. Ich mach mir Sorgen um Lady Cloche. Ja. Ich erinnere mich daran, dass es in der Nähe hier ein Inn gab. Lass uns dorthin gehen. Gehen wir zum Inn. Nein, habe ich das Falsche ausgewählt. Dummer Junge, Inn. Okay, das in Blau, das in Blau. Wenn die Schrift blau ist, dann wähle ich es aus. Merken wir sonst? Lass uns hier fürs Erste bleiben. Du kannst dich ausruhen oder speichern am Inn, genau wie im Camp. Wenn du planst, dich auszuruhen in irgendeiner Stadt, geh zuerst in das Inn. Natürlich, natürlich. Wenn du irgendetwas Dummes tust in unserem Rakshak, nun, tu es einfach nicht. Was passiert nur in Rakshak? Keine Ahnung, Mann, was passiert hier? Komm hier nicht hoch, okay, ich muss mit diesem Mann hier sprechen. Lieber Mann, willkommen. Wir speichern erstmal.
Wer weiß, ob wir die Chance nochmal dazu kriegen. Ja. Ja, speichern. Und ausholen. Bitte erholt euch gut. Reden wir mit der lieben Cloche. Entschuldigen Sie mich. Ich bin's, Croy. Croy. Was ist los so spät in der Nacht? Behave yourself. Kein Partner. Warum hast du eigentlich keinen Partner? Hä? Warum arbeitest du nicht mit einer Wavertail zusammen? Ist es... ist es, weil du so eine Art perverses Denken hast und sie dich alle meiden? Ich weiß nicht genau, was du über mich denkst, aber das ist nicht der Fall. Also warum? Bist du immun gegen Mädchen? Oder funktionierst du einfach nur, wenn ein junges Mädchen wie Kokona in deiner Nähe ist? Bevor wir über einen Partner reden, warum reden wir nicht über dieses Missverständnis, das du über mich hast? Behave yourself. Du! Bestimme deine Aufgabe. Nun, ich soll sie beschützen, Lady Cloche. Okay, du scheinst dich daran zu erinnern. Natürlich weiß ich das. Das ist mein Job. Ja, das ist dein Job. Dann erklär mir mal bitte, wie der Gegner es geschafft hat, mich direkt anzugreifen während deiner Verteidigung in den letzten Kämpfen. Das ist... Nun, dieses Mal vergebe ich dir noch, weil es eine seltsame Situation war. Wie auch immer, wenn das wieder passiert, dann werde ich dir nicht so leicht vergeben. Behalte das in deinem Gedächtnis. Oh, zwei weitere Topics. Ausgezeichnet. Vielleicht haben wir uns nicht so gut erholt, wie wir uns gedacht haben, aber... Guten Morgen, Lady Cloche. Wie fühlen Sie sich? Ah, viel besser. Viel besser als gestern, denke ich. Das ist gut zu hören. Ich denke immer noch, du solltest dich etwas mehr ausruhen. Bist du da nicht einer Meinung mit mir, Crow? Ja. Das ist auch der beste Grund, warum wir zu Lukas Platz gehen sollten. Wie kommen wir dort überhaupt hin? Wir müssen mit dem Zug fahren. Die Zugstation ist beim Axisfeld. Lass uns dort zuerst hingehen. Kurt, ja, ich würde das gerne mal nachschlagen. Kurt. Ja. Was bedeutet denn Kurt? Aha, okay. Egal. Ich werde es schon noch früh genug rausfinden. Ah, ich habe es falsch geschrieben. Einen Moment kurz. Kurt. Ja. Nice. Vorplatz. Ah. Wunderschön. Oh, das sieht auch ziemlich fluffig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind ziemlich viele von diesen heiligen Rittern. Gefällt mir nicht. Those blue knights are part of the sacred army. I'm getting some bad vibes from them. Yeah, the air feels kind of tense. I wonder what they're up to. I shall go confront them about it. Wait, Lady Cloche! What is it now? If you go out there now, you'll just get captured. Isn't that why you're here? To save me from getting caught? That's what I'm trying to do right now. Croy? Luca? It really is you. Oh, oh my! What's wrong? Huh? Oh, nothing. It's just, you know. I do.
You know. Huh? It's just been so long. Plus, I didn't expect to see you here. My mind wasn't ready, and so... My heart's racing. Yeah, well, since I knew you weren't supposed to come until tomorrow, and I received an emergency mission and was close by Rackshack. I see. Yeah, pretty much. Okay. So don't you think you're overreacting? No, I'm not. But I really am happy, though. I just can't look you straight in the eye yet. What's wrong? We're kind of lost here. Oh, sorry. Luca, let me introduce you. This is Kokona, the one I told you about. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. So, you're Kokona? You're so cute. If I remember correctly, you help Croyana's night missions, right? Yeah, I guess. Thanks for taking care of him all the time. Oh, no problem. And, that lady there, I may be mistaken, but... I can't say this out loud, but she's... What? So it really is? Hey, quiet down. Jeez. Sorry, I'm always kind of like this. It's all right. Nothing happened. To you. Oh, hi. Hello. So, you're Luca, Croy's childhood friend and girlfriend? What? Girlfriend? I'm not even in his league. What is it? It's nice to meet you. I'm Luca Trulyworth. It's like a dream come true to be able to talk to the real Lady Cloche. Oh well, good for you. So, what do you do? I assume you're employed? Oh yes, I work as a dive therapist. Dive therapist? Are you serious? Yes, ma'am. I tend to my customers' mental health and... How filthy! What a shameless woman! Huh? Dive therapy is such an unscrupulous job. It's prohibited in Postalia. To let strangers come right into your mind? Aren't you ashamed? And how you say it without embarrassment. A woman like you and a Grand Bell Knight as lovers is such. It's a disgrace to the very name of the Knights. Be ashamed of yourself. It's not unscrupulous. I mean, some therapists allow perverted things to go on, but I... There's no need for excuses. I doubt I'll ever see you again. Oh, okay. I'm so sad. Hey, Luca. Sorry to interrupt your depression, but... That Blue Knight? The Sacred Army seems to be acting a little strange. Did something happen? Huh? Oh yeah, since yesterday there's been a lot more knights around. Something about the Sacred Army planning to govern this city or not. What? Hey, isn't the Sacred Army, like, your enemy? Yeah, that's right. So isn't this, maybe, dangerous? Our situation's not good, that's for sure. Luca, I need to ask you a favor. Can you keep Lady Cloche hidden at your house for a while? Of course, I'd be happy to. I mean, I'd love to stay with you too, Croy. Wait a minute, you! I would never be taken into the care of a shameless woman like her. But at this rate, the Sacred Army will... I understand. As a holy maiden, even I have pride to uphold.
I must learn strong enough song magic to obliterate the Sacred Army Knights. I'm too weak right now, is what you're saying. Am I correct? No, that's not what I meant. Roy! Yes, ma'am? You shall dive into me! Excuse me? What? Wasn't that quite a bold request? I kind of felt a little embarrassed listening. What is embarrassing about it? I want to craft song magic for self-defense. I understand that, but it's just saying dive into me in the middle of town is kinda... Diving is merely the process of crafting song magic. Your thoughts on it are only filthy because of the kind of job you have. I guess. I'm sorry. I'd rather dive than live under your care any day. But the true fault of this lies with Croy being too weak to begin with. I expected you to be able to scatter the Sacred Army and protect me. Yes, ma'am. I'm sorry. Then will you at least cooperate with me to strengthen my song magic? Yes. Now, let's head to the dive shop immediately. Yay! Wir tauchen in Lady Cloche. Partners werden kopiert. Vorne, hinten, bla bla. During the enemy's turn, each will need to be protected. Ja, das wird Verteidigen ziemlich schwieriger machen. Also sollten wir aufpassen. Und sie passen, und sie haben auch Match-Kompatibilität. Das heißt, nicht jeder passt sehr gut mit den anderen zusammen. Wir sollten das bei Formationen umstellen. Aber ich würde mal sagen, das mit dem Tauchen, in Lady Cloche eintauchen, könnte etwas länger werden, deswegen wenden wir den Part hier mal. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.